Ja, sprechen wir darüber mit Jörg Traubot. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Sie sind Sicherheitsexperte, haben sich insbesondere mit dem IS-Terrorismus beschäftigt, auch in Buchform. Ist es möglich, wie schätzen Sie das ein, für IS-Terroristen mal eine schmutzige Bombe zu bauen, die auch eben radioaktives Material freisetzen könnte? Ja, Herr Weidmann, diese Angst vor radioaktivem Material in Form von schmutzigen Bomben, die besteht eigentlich seitdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Wir haben die Proliferation immer gefürchtet, auch als ich noch in der NATO war. Da wussten wir, es gibt Wissenschaftler und es gibt natürlich auch viele dunkle Gestalten, die mit dem radioaktiven Material in andere Bereiche gegangen sind und die sind wirklich heiß umworben worden. Es hat anschließend zwei Fälle gegeben, wo im Bereich Tschetschenien und auch Pakistan radioaktives Material bei Terroristen gefunden wurde. Jetzt haben wir eine Entwicklung, vielleicht dadurch, dass eben über die Atomkraftwerke in Brüssel gesprochen wird, in Belgien gesprochen wird und auch durch die Nuklearkonferenz in den USA, dass das ganze Thema, und es ist ja ein schlimmes Thema, dass dieses jetzt plötzlich hochkippt und die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, hier festzustellen, es gibt keine belastbaren Beweise, dass der Islamische Staat im Besitz von radioaktivem Material ist. Aber wäre es möglich, dass er in ein solches Material kommt? Ich meine, wie schwierig ist das oder wie einfach auch, so eine Bombe zu basteln? Also es ist natürlich im Interesse des Islamischen Staates, genau sowas zu bekommen. Es geht nämlich eigentlich dann nicht um die Anzahl der Verwundeten und Toten möglicherweise, sondern bei dem Einsatz von radioaktivem Material mit einer schmutzigen Bombe geht es eigentlich immer um Panikmache. Ja. Das heißt also, es ist möglich, auf einen konventionellen Sprengkörper radioaktives Material, das man sich beschafft hat, das damit zu vermischen. Und dieses hat dann Auswirkungen auf einen Stadtteil, vielleicht sogar auf eine ganze Stadt. Und das Problem ist anschließend, wir haben das ja nach Tschernobyl erlebt, was das bedeutet, wenn radioaktives Material runterströmt, dann ist diese Stadt erstmal leer, die muss evakuiert werden und die dann wieder zu dekontaminieren, das wird eine schwierige Aufgabe. Das ist das Horrorszenario, aber sind die überhaupt dazu in der Lage? Da sagen Sie, die Geschichte hat eigentlich gezeigt, auch bei anderen radikalen Gruppen, dass von dieser schmutzigen Bombe nicht Gebrauch gemacht wurde, dass es nicht entstanden ist. Die Frage ist, können möglicherweise IS-Terroristen Zugang zu Atomkraftwerken haben? Auch das wird ja jetzt diskutiert. Haben sie die Möglichkeit, durch diese Sicherheitsbereiche hineinzukommen? Vielleicht nicht in Europa, in Afrika, in anderen Ländern. Also ich denke, radioaktives Material wird allenfalls über einen erpresserischen Akt von außen nach innen und zurück rausgeholt, halte ich aber für unwahrscheinlich. Ich denke, radioaktives Material kann man sich auf dem schwarzen Markt durchaus besorgen. Und dann ist es nur noch eine Frage der Skills, der Wissenschaft, des Umgangs damit. Und da schließe ich nicht aus, dass Terroristen in Zukunft da in der Lage sind. Aber nochmal, das sind alles vorsorgliche Gedanken. Ich persönlich habe derzeit überhaupt keine Sorge davor, dass wir hier in Europa oder in Deutschland jemanden rumlaufen haben, der eine schmutzige Bombe im Koffer hat. Wovor haben Sie Sorge, wenn Sie überhaupt eine haben, in Bezug auf Massenvernichtungswaffen im Zusammenhang mit den IS-Terroristen? Ich habe mehr Sorgen davor, Herr Weidmann, dass nicht radioaktives Material eingesetzt wird. Das ist nämlich nicht so ganz einfach, sondern dass chemische Waffen eingesetzt werden, noch nicht mal biologische. Das ist etwas komplizierter. Aber wir wissen ja, dass von Saddam Hussein noch einige chemische Substanzen im Bestand auch des IS sind, der damit auch die Peschmerga angegriffen hat. Wir wissen, dass in Mosul eine Fabrik ist, eine Forschungsfabrik, in der genau diese Stoffe lagern. Und, also im Irak, dort, wo auch die IS-Terroristen waren. Ganz genau. Und wo sie eigentlich noch sind. Mosul und Raqqa, das sind ja die beiden Städte. Mosul im Irak und Raqqa in Syrien. Und ich meine, und das versuche ich schon seit vielen Monaten rüberzubringen, es reicht nicht aus, dass wir diesen Bedrohungen hier in Europa hinterherlaufen. Wir müssen das Problem eigentlich dort lösen, wo es ist. Das heißt, wir müssten an diese Bestände in Mosul zum Beispiel rankommen. Und das geht natürlich nur mit Truppen. Also da sprechen wir gleich noch mal drüber. Aber Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass IS-Terroristen an chemische Waffen kommen und damit dann Angst und Schrecken verbreiten als an radioaktive Waffen. Das ist richtig. Und chemische Waffen, ob das Senfgas oder eben Chlor ist,
ist, die sind schon schrecklich genug, um eben furchtbare Bilder zu produzieren. Und genau das will der IS, wie wir jetzt gerade in den letzten Tagen erfahren haben. Vielen Dank bis hierhin.